Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Payday 2. Ich bin jetzt gerade im Versteck und möchte euch ein kleines bisschen rumführen. Das hier ist jetzt der Laden vor dem Versteck, ein Waschhaus mit sehr großen Waschmaschinen. Hier sind überall noch Kartons von den ganzen Leuten, die hier einziehen wollen. Hoxton, Chains, Dallas und Wolf. Hier sind noch mehr Kartons. Hier ist so eine kleine Sitzecke. Völlig im Arsch, wie man hier an den Sofas sehen kann. Hier haben wir ein kleines bisschen Musik. Hier ist die Schlafecke. Nochmal eine Kiste. Malz. Ja, dann ist hier die Küche. Hier ist nichts. Reinigungsmittel, unser Fluchtwagen, unsere kleine Bauecke, wo zum Beispiel der Bohrer gebaut wird. Irgendwelche komischen Kästen. Stromkästen. Und das hier gefällt mir am besten. Schön ein bisschen den Ärger am verdammten Fluchtwagen auslassen, der immer so schön an den falschen Stellen steht. Von dort oben habe ich meine erste Bezahlung bekommen. Da hat irgendein Idiot einfach eine Tasche von oben runtergeworfen. Den Typen hat man nicht gesehen, leider. Aber jetzt zeige ich euch mal, was wirklich besonders ist an dem Versteck. Ich hasse Kameras. Fühlt man sich ja gleich wie bei der NSA. Nämlich diese Statue. Wenn man nämlich auf die linke Seite der Waage hier Geld drauflegt, was in diesem Fall jetzt eigentlich schon erledigt wurde, öffnet sich diese Falltür. Und schon ist man im richtigen Versteck. Hier hat man ein paar Kameras. Also Kamerabildschirme. Warte mal, eine der Kameras müsste eigentlich aus sein, weil ich sie abgeschossen habe. Hier geht's ins CrimeNet. Da kann ich dann die Aufträge sammeln. Ja, aussuchen. Hier ist ein Raum zum Testen von Türen, wie die am besten aufgehen. Warum bei der Tür jetzt gerade Holz gesplittert hat, habe ich keine Ahnung. Och, hier habe ich jetzt einen Bohrer angesetzt. Es geht doch viel einfacher. Karte nehmen. Aufmachen. Tada! Ja, auf jeden Fall kann man dann zum Beispiel, das kann man jetzt auch aufschießen, aber es geht auch einfach so. Das könnte man natürlich auch aufsägen, da war das Kreissägen-Symbol. Nicht aus. Kameras. Na egal, also. Dann geht's weiter mit hiermit. Mit dem Planungsraum. Hier sind die ganzen Planungssachen. Bohrer werden hier auch zusammengebaut. Waffe liegt hier rum. Hier sind die ganzen Blaupausen. Dann ist hier ein Raum, wo man auch ein bisschen an den Tresoren üben kann. Wenn ihr es gelesen habt, ja. So, und hier haben wir den Waffen- und Maskenraum. Ich habe jetzt auch endlich die Maske, die ich haben möchte. Das ist nämlich die hier. Entschuldigung. Das ist die Mannequin- oder Harlequin-Maske. Ich weiß es jetzt nicht. Die habe ich dann eben in diesem Material genommen und dann noch mit dem Muster in Rot und Blau. Ich finde, das ist eine schöne Maske. Daneben habe ich noch diese beiden Masken, die ich aber nie aufgezogen habe, weil ich die einfach nur hässlich finde. Kameras. Und hier sind meine Waffen. Ich habe die AK hier jetzt schon zweimal modifiziert. Einmal hinten mit dem Dingens, wie nennt sich das? Mit dem Schaft, oder? Na egal. Der Gewehrkolben. Und dann einmal das Visier und das war's. Das Scharfschützengewehr habe ich auch einen neuen Kolben verpasst und ein neues Visier und noch hier vorne eine Modifikation namens der Stummel. Das erhöht den Schaden noch mal ein bisschen. Und das sieht ungefähr so aus. So sieht das dann ungefähr aus. Das Teil macht richtig schön viel Schaden. Und jetzt kommen wir zur goldenen Mitte dieses ganzen Verstecks. Und zwar zum Offshore-Tresor. Es ist ja jedes Mal so, dass dann die Zahlungen in zwei Teilen vorgehen. Einmal im Offshore und einmal im Bargeld zum Ausgeben-Betrag. Der Offshore-Betrag ist der Grundbetrag, den du bekommst. Das ist ein Viertel des gesamten Einkommens, das alle dann eben bekommen.
Und davon wiederum ein Viertel geht ins kriegt man als Bargeld. Und das Offshore-Konto dient dazu, wenn man dann eben irgendwann abhaut aus der Stadt, braucht man natürlich Geld. Und das ist dann hier drin. Und jetzt kommt, wie viel ich schon gesammelt habe. 30.928.100 Dollar. Ich habe diese Aufnahme gestern schon mal versucht, da waren es noch 14 Millionen. Und holy shit, gestern war, also ja, das war gestern. Gestern war der Tisch noch halb voll. Jetzt ist er ganz voll, zum Teil sogar vierlagig. Und hier hinten stapelte ich das Geld auch schon. Also, wenn ich damit jetzt irgendwohin abhaue, kann ich mir ein genüssliches Eben bis zum Lebensende abhalten. Ah, Geld, 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 Geld. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, dann gehen wir jetzt wieder hier raus. Dann könnt ihr die Maske auch noch mal sehen im Hauptmenü. Ja, ich möchte es verlassen. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich einen Job gefunden habe. Bis dahin. Ciao.